Hi, ich habe heute sowas wie ein Haul für euch, der aber gar kein Haul ist, sondern mehr so ein Neuzugänge-Video. Der besteht nämlich zur Hälfte aus Sachen, die ich mir gekauft habe und aus so ein paar Sachen, die ich cool fand, die ich zu Weihnachten bekommen habe, wo ich dachte, die zeige ich euch einfach mal. Ich fange einfach mal, glaube ich, mit dem Weihnachtskram an. Und zwar wollte ich euch erstmal zeigen, was ich von Laura geschenkt bekommen habe. Da habe ich mich nämlich auch voll drüber gefreut. Ich zeige euch erstmal hier so eine Kleinigkeit, und zwar hat sie mir aus der Good Girl Bad Girl LE von Essence den It Wasn't Me Lippenstift gekauft. Der ist so ein ganz dunkles Lila, der jetzt eigentlich ziemlich schwarz aussieht, aber er ist ein dunkles Lila. Und der ist ziemlich cool, den finde ich ganz schön toll. Und dann hat sie mir ein Kleid geschenkt, was ich auch total feier. Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist von Primark, glaube ich. Und das ist so ein schwarzes Kleid mit so halblangen Ärmeln. Und da stehen überall so Harry Potter Zaubersprüche drauf. Ja, seht ihr das? Da steht Expelliarmus und Engorgio und Petrificus Totalus und irgendwo steht da auch Avada Kedavra und sowas. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Kleid und ich freue mich drauf, dass das irgendwann nicht mehr so ein räudiges Wetter ist und ich das anziehen kann. Und dann habe ich noch von Leila ein Weihnachtsgeschenk bekommen und es ist so kawaii. Und zwar hat sie mir von L'Occitane so eine Geschenkbox geschenkt. Und zwar ist das so eine Box und da drin sind dann so verschiedene Sachen und das hier ist aus der Rosenserie. Und zwar ist da einmal eine Bodylotion drin. Die sehen voll schön aus. Und guckt dieses wunderschöne Duschgel an, ein wunderschönes Duschgel und ein Stück Seife. Und dann ist hier unten noch eine Handcreme, die nicht rauskommen möchte. Da, die da. Und die benutze ich schon ganz fleißig die ganze Zeit und die finde ich ganz fantastisch. Und ich muss rausfinden, ob alle L'Occitane-Handcremes so fantastisch sind, weil dann werde ich ab sofort nur noch L'Occitane-Handcremes benutzen. Ich benutze ja nicht schon genug teure Kosmetik. Juhu! Ja, dann habe ich noch so eine ganz kleine Bestellung gemacht und zwar bei Eye-Parfümerie, genau. Und habe mir von meinem Weihnachtsgeld endlich dieses Parfum gekauft, was ich seit 100 Jahren haben will. Und zwar ist das Brit von Burberry. Das ist die kleine 30 ml Größe. Ich glaube, die reicht mir erstmal. Ich habe inzwischen so viele verschiedene Parfums. Und zwar ist das so ein ganz süßer Duft. Der ist am Anfang fast so ein bisschen zu süß, aber wenn er sich dann so setzt, dann wird er so ganz pudrig und so gemütlich irgendwie. Und ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir noch von Rimmel ein neues Day Matte Powder gekauft, weil das, was ich hier habe, ist ja auf meinen gebräunten Sommerteint sozusagen angeglichen. Und das hier ist das Transparente. Und ich habe gesehen, die haben hier jetzt einen anderen Verschluss, nicht mehr diesen bekackten Drehverschluss, sondern das ist jetzt so, das drückt man jetzt einfach so drauf. Und ja, hat halt dieses Muster, diese Prägung, die Rimmel-Puder immer haben. Und ja, ist sehr schön. Dann habe ich noch bei Intimissimi bestellt. Ich habe Unterwäsche bestellt und ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch die zeigen soll oder nicht. Weil es ist halt Unterwäsche, aber es ist sehr schön. Ihr müsst auch bei Intimissimi bestellen. Es ist dort sehr schön. Dann habe ich natürlich bei Kiehl's da nochmal bestellt. Oh, ich sollte das nicht tun. Ich bin wahrscheinlich inzwischen deren bester Kunde oder so. Aber die Sachen sind halt sehr toll. Und es war schon wieder Sale. Will die immer Sale machen? Und dann, ja, habe ich mir noch ein Leggings und zwei T-Shirts bestellt, weil bisher habe ich mir noch nie eine Leggings gekauft und ich war mal mutig. Und zwar habe ich mir zu dem Pullover, den ich schon habe, die passende Leggings bestellt. Die schaut so aus. Ja. Und die ist aus so einem Radlerhosenstoff und ich liebe diese Leggings. Die ist so schön und die sitzt perfekt und ich liebe diese Leggings und sie war auf 15 Pfund reduziert. Und dann habe ich noch zwei T-Shirts gekauft. Einmal das hier, da hat mein Freund schon gesagt, dass er mir das abziehen wird. Und ich habe auch im letzten Video auch schon ein Statement dazu abgegeben, was ich wiederholen werde. Ja, dieses T-Shirt, auf dem ihr sogenannte Marihuana-Pflanzen abgedruckt findet. Möchte damit natürlich in keinem Fall Drogenkonsum verherrlichen und so weiter und so fort. Ich besitze natürlich kein Marihuana und ich finde einfach nur, dass das schön aussieht. Grün steht mir auch so fantastisch. Und dann habe ich noch ein anderes T-Shirt gekauft. Das sieht eigentlich nicht weniger nach Drogenkonsum aus. Ich habe noch nie Chemiedrogen genommen, möchte ich dazu sagen. Und zwar ist es das hier. Wir tun mal so, als wären das einfach Candy Hearts und die beleidigen dich. Oder sind zumindest relativ schlecht drauf. So. Weil die sind so, hier, Hail Satan.
sagen die und sowas und die und I hate you und fuck my life. Ja, das fand ich sehr kawaii und das freue mich sehr, das im Sommer zu so High-Waist-Jeans zu tragen. Das wird super. Und das war es auch schon und das hat auch genug Geld gekostet. Ah, ich hasse Kills da. Die ziehen mir so das Geld aus der Tasche. Ne? Das ist. Ja. Was macht man bloß, wenn man als Fashion Victim irgendwann so ein Label findet, wo man bei all dem Scheiß immer nur denkt: so, oh mein Gott, I really need this. Und dann ist man halt leider sehr schnell sehr arm. Ja, ich glaube, ich versuche jetzt mal vielleicht 2 Monate nichts bei Killstar zu bestellen. Ich werde euch berichten, ob das funktioniert hat. Und ja, das ist ein sehr kurzes Video, aber es sind halt auch nur meine kleinen Neuzugänge. Und ja, das Übliche. Ich verlinke euch die Shops unten in der Infobox. Wenn ihr Fragen irgendwie zu den Produkten habt, dann könnt ihr mir die sehr gerne stellen. Und ja. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird ein spannendes Video. Da erzähle ich nämlich was. Wow, amazing. Bis dann. Tschüss.